Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin Kurt und das ist meine neueste Maschine, eine KTM 390 Duke, und die möchte ich euch gern vorstellen. Ja, ihr werdet euch gleich mal fragen, warum hat er jetzt eine KTM? Er ist doch ein BMW-Fahrer. Ja, stimmt, ich bin ein BMW-Fahrer. Ich habe eigentlich immer BMW-Motorräder gehabt, bis auf zwei Hondas. Eine SL 125 als Student und dann später mal eine 650er Dominator. Und jetzt eine KTM. Die Entscheidung ist deswegen gefallen, weil ich ein zweites Motorrad gesucht habe, neben meiner großen GS natürlich. Ein zweites Motorrad, das klein ist, also hier niedrig ist, das kompakt kurz ist und das leicht ist und trotzdem ein bisschen Fahrspaß bietet. Und da waren mehrere Motorräder im Gespräch, eine R310 von BMW zum Beispiel, eine Kawasaki Zweizylinder, eine Yamaha Zweizylinder, auch diese hier, die Duke, und dann habe ich mich letztendlich für die Duke entschieden, weil sie mit 44 PS fast das Maximum in dieser Klasse erreicht und weil sie viel Fahrspaß bietet, weil sie niedrig ist und weil sie ein Leergewicht vollgetankt von 167 Kilo hat. Ja, warum soll sie klein und leicht sein? Das verrate ich euch später. Das bleibt noch mein Geheimnis. Jetzt erst einmal ganz kurz zur Duke. Wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen Zubehör rangebaut. Ein Tankrucksack, ganz neu, noch unbenutzt, mit Magneten, weil die Duke praktischerweise einen Tank aus Stahlblech hat. Hier hinten eine BMW-Tasche. Ich mache sie gleich ab. Sie schaut ein bisschen unförmig aus, aber sie ist sehr praktisch. Sie ist wasserdicht, sie ist leicht, man kann sie gut abnehmen. Sie stört nicht die Fahrbalance durch das leichte Gewicht. Sie ist hinten auf der Sitzbank befestigt. Auf der Sitzbank ist auch die KTM-Gepäckbrücke befestigt. Die zeige ich euch dann gleich. Dann habe ich noch einen USB-Anschluss nachrüsten lassen. Einen Handyhalter, den braucht man für die Navigation. Und ja, und natürlich hier hinten, ihr seht es, einen kurzen Kennzeichenhalter, der musste sein. Kostet zwar 150 Euro ungefähr, aber die Optik, die braucht es einfach. Schauen wir uns die Duke doch noch einmal an. Also, wir haben einen schönen freistehenden Reifen, dank des kurzen Kennzeichenhalters. Hier unseren Einzylindermotor mit 370 Kubik, nicht 390, wie die Bezeichnung suggerieren mag. Wir haben eine wirklich markante Optik, gefällt mir wirklich gut. Eine KTM ist sofort als KTM erkennbar. Sie ist noch ganz neu, muss ich auch dazu sagen. Erst 2,5 Monate alt, ist noch in der Einfahrphase. Ich fahre sie auch pfleglich ein, gebe nur ab und zu ein bisschen Gas. Sie macht wirklich Spaß, aber auf die großen Geschwindigkeiten komme ich natürlich jetzt noch nicht. Hier noch einmal der kurze Kennzeichenhalter, wirklich neckisch. Das ist echt prima. So, dann machen wir mal die Tasche weg, die ist sehr schnell entfernt. Vier Schnellverschlüsse lösen und dann ist sie hier mit einer Tasche versehen, dass sie hier auf diese Gepäckbrücke raufgeht und schon ist sie weg. Und wer sagt, naja, die Gepäckbrücke mit den Dingern, die stört mich auch. Auch hier haben wir vier Schnellverschlüsse. Und dann kann man das recht einfach und schnell entfernen. Den Gurt noch mitgenommen. Und dann war es schon. So, jetzt schauen wir uns die Maschine noch einmal ohne Tankrucksack und
Gepäcktasche hinten an. Ich finde eine schöne Linie. Was ich natürlich auf jeden Fall noch ersetzen werde, sind die beiden Rückspiegel. Die Spiegel werden durch Highsider-Spiegel ersetzt, die dann an den Griffen angebracht werden, nach unten zeigen. Sie haben natürlich eine I-Nummer, sind zugelassen und damit wird die Linie A noch besser dargestellt und B habe ich auch eine geringere Höhe. Und wenn ihr euch fragt, wie klingt jetzt die Maschine? Hören wir es uns mal an. Ganz okay, finde ich. Für eine Einzylindermaschine mit 370 Kubik ganz ordentlich. Den serienmäßigen Auspuff werde ich nicht ersetzen. Akrapovic bietet zwar etwas an, aber ganz ehrlich, das ist mir das Geld nicht wert. Ich bleibe bei dem hier. Erstmal muss ich sie einfahren und dann sehen wir weiter, wie dann der Klang ist. Auf jeden Fall, so gefällt sie mir gut. Die Sitzposition ist echt stark. Schauen wir es uns nochmal an. Wir haben hier eine besonders vorderradorientierte Sitzposition. Die Füße sind relativ weit hinten. Der Kniewinkel ist relativ steil, ja, aber ich finde das ganz gut. Es ist halt ein bisschen Supermoto-Style, gell? Und zur Technik gibt es sehr viele andere Videos, die euch erklären mit dem Supermoto ABS, mit der ABS-Einstellung und so. Ist alles gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Wie gesagt, die wird erst eingefahren. Da bin ich ein bisschen vorsichtig. Aber so, man sitzt gut. Und aus einem Test heraus weiß ich, auch mit Sozia, das funktioniert auch. 100 Kilometer Testfahrt, das war okay. Also, passt schon. Was vielleicht ein bisschen ungewöhnlich ist, zeige ich euch jetzt. Der Wendekreis ist für so ein kleines Motorrad gar nicht so klein. Da ist man überrascht. Ich zeige es euch mal. Also. Er könnte gefühlt ein bisschen enger sein. Also, ein kurzes Fazit nach dieser kleinen Einführung. Die 390er Duke ist ein wirklich spaßiges Motorrad, hat, wie ich meine, eine wirklich tolle Optik für diese Klasse. Mit 44 PS ist sie am oberen Leistungsende, was man mit 370 Kubikzentimeter erreichen kann. Sie fährt sich agil, sie fährt sich anders als eine große BMW. Ich werde euch dann hinterher noch die Unterschiede näher erläutern. In einem anderen Video. Was mir sehr gut gefällt, ist, sie taucht vorne beim Bremsen nicht so stark ein. Der Motor ist relativ elastisch, nicht ganz so vibrationsreich wie vermutet bei einer Einzylindermaschine, aber alles im grünen Bereich und eigentlich recht schön. Schauen wir uns noch schnell das Display an. Hier das Display in der Tageinstellung zeigt viel an. Seitenständer, Fahrzeit, Batteriespannung, ABS-Einstellung, Kilometerzähler, da kannst nicht meckern. Das ist doch wirklich gut. Hier Infos und zurück nochmal zum Bordcomputer. Hier seht ihr noch meine GoPro-Halterung. Ich bevorzuge die, die am Lenker bzw. am Spiegel angebracht ist. Das ist immer eine ganz praktische Geschichte. Und hier eben die Handyhalterung, die, wie ich meine, ganz gut funktioniert. So, liebe Freunde, wenn euch das Video über die KTM 390 Duke gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und vielleicht abonniert ihr ja meinen Kanal. Ja, und ich freue mich auch über eure Kommentare und Meinungen dazu. Mein Kanal befindet sich ja noch im Aufbau, ist noch ganz jung und ganz klein. So viele tolle Videos sind vielleicht noch gar nicht drin, die ihr erwartet habt, aber es wird mehr geben. Ich stelle euch demnächst auch meine kleine
ja, 125er DAX vor. DAX darf man nicht sagen, weil es ist keine DAX, aber die stelle ich euch vor, das ist ganz was Lustiges. Und zu einem späteren Zeitpunkt noch die R1250 GS von BMW, meine große Dame. Also, bleibt dran. Jetzt sag nochmal, Jakob, welche war jetzt besser? Diese hier. Diese hier. Und warum war die besser? Weil die hier Seitenbox da hat. Ah, deswegen. Und war sie schneller? Mhm. Oh, wie schnell sind wir denn gefahren? Noch schneller als diese hier. Oh, sind wir schneller gefahren, gell? Und sind wir bergauf auch gefahren? Ja. Und umdrehen mussten wir auch, gell? Mhm. Mhm, genau. Und sitzt du gut da? Ja. Schon, oder? Ja. Fühlst dich sicher? Mhm. Dann ist ja prima.